was bisher geschah. Dann haben wir wohl dieses Jahr wirklich kein Internet. Dann müssen wir uns die Infos für die geilsten Games 2020 eben wieder woanders suchen. Ich mach was mit Zauberei. Ich auch. Und ich gehe in den Knast. Ich gehe spazieren. Befragst du wieder die Toten? Nee. Dann mache ich das. Und du? Ich frage niemanden. Die Infos sind alle schon hier drin. Ich muss nur jemanden finden, der sie aus meinem Unterbewusstsein holt. Sie müssen Dr. Ingo sein? Sinke in den Boden. Warte! Sinke! Es funktioniert! Ich sehe sie! Die neuen IPs 2020! Was ist das denn? Das Spiel, dessen Name in dieses Notizbuch geschrieben wird, erhält ein Remake oder Remaster. Mal sehen. Wie wär's mit Final Fantasy Crystal Chronicles? Völlig überraschend hat der japanische Videospielhersteller Square Enix ein Remaster des Rollenspielklassikers Final Fantasy Crystal Chronicles angekündigt. Wow! Du bist hier, weil du das dort suchst. Das ist eine Prophezeiung. Sie enthält dein Schicksal, also alle Informationen über die Spielefortsetzung 2020. Ja, dann würde ich sagen, bin ich weg, ne? Colin, ich hab... Ja, was hast du? Ich hab's verkackt. Ja, dann, komm, dann hau halt ab hier. Soll Sarah halt den Beitrag weitermachen. Sarah, wo ist denn Sarah? Die soll doch die Fortsetzung weitermachen. Ja, die ist, glaube ich, im Bausparvertrag abschließen oder sowas. Wie frisch? Gerade reingekommen, also seit 15 Jahren tot, keine Fremdeinwirkung. Ich kannte ihn, er war nett. Ein Aufbaustrategietitel, mit dem man unzählige Stunden verbringen konnte. Evil Genius ist ein Klassiker, wenn auch eher für Kenner des Genres, die mal ihre dunkle Seite als Superschurke ausleben wollten. Stopp! Zu oberflächlich. Wir brauchen Informationen über die Fortsetzung. Wir müssen tiefer gehen. Lassen Sie uns mit der Obduktion beginnen. Ich hätte auch noch ein Skalpell gehabt. Ein Paradies für Hobby-Bond-Bösewichte und Aufbaustrategen ist auch der zweite Teil von Evil Genius. 2020 ist natürlich nichts weniger als die Weltherrschaft das Ziel. Dafür errichtet man ein Hauptquartier, trainiert darin eine Vielzahl von Helfershelfern und spickt die Basis mit absurden Waffen und Fallen, um nervige Eindringlinge aufzuhalten. Kombiniert mit dem schrägen Humor ergibt das einen hoffentlich würdigen Nachfolger. Hallo, sorry für die Verspätung. Was kann ich tun? Watson, Sie kommen wie immer zu spät. Wir sind hier fertig. Altes Spiel, bekannte Marke, neue Version. Das kann kein Einzelfall sein. Was dann? Ein Muster. Ich habe ein Dossier mit Videospielen zusammengestellt, die noch ausreichend Fans haben, um damit noch mehr Geld zu verdienen. Da sich die Nachfolger aus diesen Titeln ergeben, kann ich sie durch bloße Deduktion entschlüsseln, wenn ich mich in meinen Gedankenpalast begebe. Hellblade: Senua's Saga wurde auf den letztjährigen Game Awards als Next-Gen-Titel angekündigt. In Form eines Trailers mit eindrucksvollen Bildern, die komplett in der Spielengine entstanden sind. Warum sprechen Sie so komisch? Weil ich in meinem Gedankenpalast bin. Anders als sein Vorgänger bleibt die Fortsetzung aber Xbox-Besitzern vorbehalten, da sich Microsoft letztes Jahr Entwickler Ninja Theory unter den Nagel gerissen hat. Viel mehr gibt's dazu erstmal nicht zu sagen, außer dass wir ziemlich sicher wieder als keltische Kriegerin sowohl gegen düstere Untote als auch gegen Senuas innere Dämonen kämpfen müssen. Definitiv tot, aber trotzdem noch auf den Straßen Seattles unterwegs, sind so manche Bewohner in Vampire: The Masquerade Bloodlines 2. Über 16 Jahre mussten Fans auf das Sequel warten. Doch statt großer Vorfreude sehe ich bei vielen die Sorge, dass das Spiel verfrüht veröffentlicht wird.
Gründe dafür sind die schlechten Erfahrungen mit dem verbuggten ersten Teil und der Gameplay-Trailer vom letzten Jahr, der bei so manchem Flashbacks verursacht hat. Ob Bloodlines 2 mit seiner weniger linearen Story und dem neuen Kampfsystem ein ähnlich großer Fanliebling werden kann wie der heiß verehrte Vorgänger, kann ich noch nicht eindeutig sagen. Die Until Dawn-Macher Supermassive Games setzen in diesem Jahr mit Little Hope ihre Horror-Adventure-Anthologie The Dark Pictures fort. Nach dem Geisterschiff aus Man of Medan geht es jetzt in die unheimliche Kleinstadt Little Hope. Noch ist nicht viel bekannt, das Gruselkaff weckt aber entfernt Erinnerungen an Silent Hill. Inhaltlich darf man aber wohl Supermassive-typisch keinen poetischen Psychoterror, sondern eher den üblichen rabiaten Hau-drauf-Horror erwarten. Dass das aber auch sehr unterhaltsam sein kann, hat ja bereits Until Dawn bewiesen. Den etwas künstlerischeren Grusel liefert aber wohl Little Nightmares 2. Das schlägt ästhetisch erneut in die Kerbe von Filmemacher Tim Burton und inszeniert puppenartige Schrecken vor träumerischen Kulissen. Der Clou des Puzzle Jump and Runs ist, dass die neue Spielfigur Mono von Six begleitet wird. Six? Die Heldin des Vorgängers? Ja, haben Sie nicht aufgepasst? Die ist zwar nur eine KI-Kumpanin, wird aber für Spielablauf und Geschichte eine spannende Bereicherung sein. Außerdem ist da noch Psychonauts 2. Das sollte eigentlich schon letztes Jahr erscheinen, weil der Nachfolger zum einfallsreichen Plattformer aus dem Jahr 2005 aber so viel Zeit verdient hat, wie er eben braucht, bin ich cool mit dem zu spät kommen. Seine Hände im Spiel hat Monkey Island-Mittäter Tim Schäfer und sein Studio Double Fine Productions. Als Psychonaut Raz taucht man in die Köpfe schräger Figuren ein, die aber bei genauerer Betrachtung auch allzu menschliche Probleme offenbaren. Alles, was ich bis jetzt davon sehen konnte, verspricht ein unheimlich kreatives und immer auch etwas abgedrehtes Abenteuer. Und vielleicht reicht's 2020 ja zu mehr als nur einem Geheimtipp. Eine dystopische und nach dem Brexit tech-verseuchte Welt mit einem ganz besonderen spielmechanischen Kniff verspricht Watch Dogs Legion, der dritte Teil von Ubisofts Hacker-Saga. Da soll man nämlich jeden einzelnen Londoner rekrutieren und so zu einer spielbaren Figur machen können. Die haben alle ihre eigene Hintergrundgeschichte, entsprechende Fähigkeiten und unwiederbringlich hops gehen können sie auch noch. Ursprünglich sollte man schon am 6. März rausfinden können, wie dieses ambitionierte System wirklich funktioniert. Nach dem schwachen Verkaufsstart von Ghost Recon Breakpoint wurde der Release von Watch Dogs Legion aber erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Für alle Taktikfüchse kommt 2020 Desperados 3. Das Western-Spiel wird vom Münchner Studio Mimimi Productions entwickelt. Dass die Mädels und Jungs Rundenstrategie können, haben sie bereits mit ihrem Erstlingswerk Shadow Tactics eindrucksvoll bewiesen. In Desperados 3 steuert man eine Fünfergruppe durch knifflige Missionen in bester Kommandostradition. Ein Fehler kann bereits das ausbedeuten, umso wichtiger wird es sein, dass man die verschiedenen Spezialfähigkeiten der Helden sinnvoll einsetzt. Die Chancen stehen also gut, dass das unerreichte Original von 2001 nun endlich einen würdigen Nachfolger bekommt. Mehr Strategie! Weniger wilder Westen. Zum Beispiel mit Crusader Kings 3. Im Sandbox-Tüftler übernimmt man wieder die Geschicke des Anführers einer Adelsdynastie und versucht durch Kriege, Erbschaften oder Heiraten die eigenen Ländereien zu erweitern. Entwickler Paradox Interactive verspricht einen dezent entschlackten, verständlicher aufgebauten Nachfolger, der aber auch extrem viel Tiefe bieten soll. Wer das gern noch etwas einsteigerfreundlicher hätte, sollte Knights of Honor 2 Sovereign im Hinterkopf behalten. Das bietet ein ähnlich interessantes, gleichzeitig aber auch etwas eingängigeres Reichsmanagement und große, etwas an Total War erinnernde Echtzeitschlachten. Im Burgenbausimulator Stronghold Warlords stampft man stattdessen eine eigene Festung aus dem Boden. Die letzten Teile der Serie waren zwar alle Käse, weil sich die Entwickler allerdings mehr am ersten Teil orientieren wollen, bleibt Hoffnung auf einen gelungenen dritten Teil. Die Tales of-Serie wagt die Wiedergeburt. Mit Arise will sich die langlebige JRPG-Reihe neu erfinden. Vorbei sind die Zeiten der veralteten Grafik-Engine und knuffigen Kopffüßlerfiguren. Stattdessen gibt's schicke Aquarellwelten und ein erwachseneres Charakterdesign. Im Detail werden aber auch das actionreiche Kampfsystem und die optionalen Dialogeinschübe überarbeitet. Wie gut der Neustart funktioniert, wird sich zeigen müssen. Den Versuch allein finde ich aber genauso lobenswert wie bitter nötig. Nach 10 Jahren Pause meldet sich die No More Heroes Hauptreihe mit dem dritten Teil zurück. An den Hebeln sitzt wieder Kultentwickler Suda51, was ein Gaga-Japano-Actionfest sondergleichen verspricht. Anti-Held Travis Touchdown verschlägt's erneut in die Open World statt Center Destroy, dieses Mal aber nicht, um der beste Auftragsmörder der Welt zu werden, sondern um invadierende Super-Aliens wegzulasersäbeln. Erwartet ein nicht unbedingt perfekt geschliffenes, gerade dadurch aber auch irgendwie charmantes Knallbum-Peng. Yakuza und kein Ende. Nachdem in den vergangenen drei Jahren unheimlich viele Ports, Remakes, Spin-offs und vollwertige Teile der Serie erschienen sind, ist auch 2020 kein Ende in Sicht.
Der siebte Eintrag macht aber einiges anders. Nicht nur gibt es mit Ichiban Kasuga einen neuen Hauptdarsteller, auch spielerisch gleicht's mit rundenbasiertem Kampfsystem mehr einem Rollenspiel als dem üblichen Geprügel. Dabei behält Yakuza Like a Dragon aber natürlich den durchgeknallten Charme der Reihe bei. Sherlock, Sie werden höchstwahrscheinlich sterben. Konzentrieren Sie sich also. Sie haben 3 Sekunden, um eine Entscheidung zu treffen. Woran werden Sie sterben? Blutverlust. Das hängt ganz davon ab, wie Sie fallen. Nach vorne oder nach hinten? Nach vorne? Nein. Nach hinten? Und warum? Weil da ein Kissen liegt. Sehr gut, Sherlock. Gut gemacht, Sherlock. Jetzt erleiden Sie übrigens einen Schock. Das ist das Nächste, woran Sie sterben. Und was tue ich dagegen? Kein Schock erleiden, natürlich. Haben Sie irgendetwas in Ihrem Gedankenpalast, was Sie beruhigt? Suche es! Sie ist doch nicht tot. Was ist passiert? Naja, du hast dich mit deiner eigenen Knarre selbst angeballert. War ziemlich dumm. Super peinlich auch. Naja, immerhin habe ich mir in meiner Nahtoderfahrung noch die letzten Infos zusammenfantasiert. In dieser Liste darf nämlich nicht Halo 6, Halo Infinite fehlen. Der neue Teil der inoffiziellen Xbox-Maskottchen-Reihe wurde erstmals auf der E3 2018 mit einem kurzen Trailer angekündigt. Ein Jahr später gab es dann einen längeren Ausschnitt mit Szenen aus der brandneuen Slipspace Engine zu sehen. Und seitdem, seitdem hat sich der Master Chief nicht mehr blicken lassen. Storytechnisch soll das Ganze an Halo 5 Guardians anschließen und sich wieder mehr auf unseren Lieblings-Chief konzentrieren. Ja, sag mal, Sarah, hier, ist das dein Ernst? Wegen einer lächerlichen Schusswunde willst du blau machen? Komm hier, wir sind noch nicht bei der Wohlfahrt. In 10 Minuten sehe ich dich zurück an deinem Arbeitsplatz. Und guck mal nicht so scheiß unmotiviert. Es war einmal ein Jüngling, der suchte weit und breit nach einem alten Weisen, der Wissen ihm verleiht. Er kam an eine Schenke, gar schäbig der Gestank, doch in der Ecke saß jemand besoffen auf ner Bank. Ein Witcher! Hey, du bist doch Geralt, oder? So ein richtiger Witcher. Ex-Ex. Er war zwar sehr betrunken und roch etwas nach Kot, doch ohne diese Infos schlägt Colin mich tot. Du bist doch steinalt und kannst zaubern und so. Du kannst mir doch bestimmt was sagen über die Spiele, die 2020 rauskommen, aber noch kein festes Release-Datum haben, oder? Ich hab gleich Schichtende. Darf ich Ihnen schon mal die Rechnung? Ich kann dich auch bezahlen. Naja, also die Infos habe ich schon, ne? Ach, also, oh, echt? Super! Ja, ich hab keine Zeit. Ich muss Monster hauen jetzt. Tschüss. Hey! Hey, warte! Ey, das geht doch ganz schnell. Du lässt einfach die unwichtigen Sachen weg, das merkt eh keiner. Ja, ich bin busy, siehst du das nicht? Ja, ist doch nicht so schlimm. Ich komm einfach mit. Du erzählst mir es unterwegs, das, so nebenbei einfach, weißt du, das ist Win-Win. Ja, du hast doch gar kein Pferd. Doch, ich hab ein Pferd, da. Das ist meins. Oh, komm, Blitze. Gib Gas. Du mal, Klepper, da. Ja, egal. Das war eh so ein störrischer Gaul. Ich hab jetzt ein neues Geisterpferd. Ja, kriegst gleich auch die Peitsche in die Fresse. Aber. Och, bitte, ey, nur so ein paar ganz kleine Infos. Irgendwas. Convelaria. Nein.
Way, the Survival Series? Nee. Star Citizen Squadron 42? Mann, ist hau ab, Alter! Was? Star Citizen? Ja. Ja, okay, da habe ich schon ein paar Infos, wenn es sein muss. Ja, also wenn du nicht völlig hinterm Mond lebst, wirst du ja mitbekommen haben, dass Star Citizen so gaming-technisch alles wegschallern wird, ne? Die Frage ist nur, ob ein Normalsterblicher wie du das noch erlebt. Also 2020 soll zumindest schon mal die Alpha 4.0 kommen, die zum Beispiel eine neue Stadt integriert. Außerdem ist für die zweite Jahreshälfte eine Alpha- und Beta-Version der Singleplayer-Kampagne geplant. Die nennt sich Squadron 42 und ist im Gegensatz zum MMO-Ansatz von Star Citizen ein offline-spielbarer Mix aus Dogfights im Weltall und First-Person-Shooter-Gameplay mit heftigstem Story-Fokus. In dem Kampagnenableger bist du so ein Typ auf einem riesigen Schlachtschiff und musst die Menschheit mit deiner Crew vor Aliens und Weltraumpiraten bewahren. Ich glaube, das wird krass. 10 Stunden Mocap-Aufnahmen im Studio von Andy Serkis, A-List-Schauspieler wie Mark Hamill und Gary Oldman, riesige Großkampfschiffe, Schleichen, Fliegen, Ballern, Quatschen, da ist alles drin, Mann. Ja, aber das ist erst der Anfang, ne? Wenn Star Citizen rauskommt, dann ist eh Feierabend. Ist eh Feierabend. Okay, was ist mit Squadron 42? Wann kommt das jetzt raus? Geralt! Au! Oh, ein Werwolf. Geralt! Hilfe! Ja. Oh. Oh, geil! Witcher, du hast mir das Leben gerettet. Eine Heldentat, die besungen werden muss. Quick, ein Witcherlein, ein Werwolf kurz und klein. Schwert ist scharf, der Zorn ist ja, spitz. Ja, komm, halt mal kurz die Schnauze. Ich erzähle dir noch mehr zu Videospielen, ja? Okay. Apropos Werwolf. Was ist denn mit Wolf Among Us 2? Ja, was soll damit sein? Ist halt in Arbeit. Aber frag mich nicht, wann es fertig ist. Von meinem geistigen Auge sehe ich nur so einen Teaser, aus dem sich gar nichts ablesen lässt. Und ich weiß nur, dass die Firma namens LCG Entertainment die Marke Telltale Games wiederbelebt hat, die ja vorletztes Jahr dicht machen mussten. Und darum kommt Wolf Among Us 2 jetzt von einem neuen Team. Die Story soll am ersten Teil anknüpfen. Und der Wolfsdetektiv Bigby und seine Assistentin Schneewittchen sind auch wieder mit am Start. Die werden angeblich auch von denselben Sprechern gesprochen wie damals. Snow wants to come with me. I'm not gonna stop her. So, und beim Thema Wolf muss ich auch noch an Vollmond denken. Und bei Vollmond muss ich an den Bayonetta 3 Teaser von 2017 denken. Und dann muss ich daran denken, dass Platinum Games seit dem Teaser keine Info mehr zu Bayonetta 3 rausgelassen hat und dass die Fans langsam Schiss kriegen. Aber laut Direktor Hideki Kamiya sollen sich die Leute keinen Kopf machen. Erst vor ein paar Tagen hat der ja erzählt, dass die Entwicklung wie geschmiert läuft. Wir sollen einfach warten, bis es fertig ist. Ist nur ein bisschen komisch, dass Platinum Games von einem anderen Spiel schon Gameplay gezeigt hat, obwohl es ein Jahr später angekündigt wurde. Nämlich von Babylon's Fall. Kommt das am Ende sogar früher als Bayonetta 3? Keine Ahnung. Aber falls ja, dann wird's ja die Wartezeit auf Bayonetta erträglicher machen. Ist halt auch so ein übertriebenes Actiongeschnetzel. Der Held hat zwar keine Knarren an den Fersen, dafür aber Neonschnüre auf dem Rücken. Wenn du mich fragst, sieht's aus wie eine Mischung aus Devil May Cry und Dark Souls. Wird bestimmt voll dufte. So, und was auch schon seit 1000 Jahren angekündigt ist und trotzdem noch kein Release-Datum hat, ist Beyond Good and Evil 2. Das wird ja ein riesen Open-World-Spiel, wo man als Weltraumpirat Riesenstädte auf Riesenplaneten in einem Riesensonnensystem erkundet. Und das auf Wunsch auch noch im Online-Koop. Sieht echt krass aus, aber würde mich wundern, wenn das noch 2020 kommt. Auf der offiziellen Website heißt zwar, dass es in Kürze erscheint, aber das kann Ubisoft seiner Oma erzählen. Apropos, wer Bock auf eine große Open World hat, der kann sich auch mal Crimson Desert merken. Ein MMO-Rollenspiel von Pearl Abyss. Das sind die, die auch Black Desert online gemacht haben. Allerdings wird das neue Ding kein Nachfolger davon. Story, Welt, Charaktere, alles wurde von Grund auf neu gemacht und dank einer spannenden Kampagne soll es angeblich auch für Einzelspieler interessant sein. Revealed wurde das Ding erst im November, also glaube ich nicht, dass es dieses Jahr noch erscheint. Aber eine Beta soll es 2020 noch geben. Ja, und Pearl Abyss hat noch ein weiteres Spiel angekündigt. Plan 8. Wird ein Online-Loot-Shooter wie Destiny, Anthem und Co., allerdings mit einem ganz anderen Setting. Am ehesten erinnert es mich an Terminator, weil die Erde von bösen Robotern heimgesucht wird. Und die einzigen, die dagegen anstinken, sind krasse Widerstandskämpfer, die sich mit Maschinenteilen noch krasser machen. Bei der Entwicklung hilft sogar einer der Erfinder von Counter-Strike. Könnte also eine große Sache werden. So, Quizfrage, Herr Bade. Was ist das Gegenteil von Science-Fiction-Geballer mit Robotern? Genau, Aufbaustrategie im Mittelalter. Oder anders gesagt, die Siedler.
Der neueste Teil wird ein Reboot, das zwar dem Grundprinzip der Serie treu bleibt, sprich Rohstoffe abbauen, Städte errichten, Kriege führen, jedoch soll das Ganze wuseliger und detaillierter werden als früher. Angeblich werden alle Schritte einer Produktionskette und alle Waren visualisiert, sodass man sich alles anglotzen kann. Und es soll Helden geben, die, wenn sie genug Ruhm haben, andere Völker eventuell überzeugen könnten, sich einem anzuschließen. So kann man also auch noch expandieren, ohne die anderen zu verkloppen. Bei Age of Empires 4 wird es sowas wohl nicht geben, da ist Krieg führen nämlich genau das Kernelement. Und nachdem im November erstmals Gameplay gezeigt wurde, weiß man nun auch, wie das aussehen wird. Den Fans gefällt vor allem, dass die Burgen, Festungen und Dörfer so wirken, als wären sie organisch gewachsen und dass die Bürger einen individuellen Tagesablauf haben und man sie dabei beobachten kann. Und dass die Landschaft richtig deutliche Höhenunterschiede hat, die man in der Schlacht strategisch nutzen muss. Ein paar Frotzler sagen zwar auch, dass es ihnen zu bunt ist, aber die alten Teile waren doch auch ziemlich bunt, also check ich nicht so ganz, was das Problem ist. Okay, hab ich. Erzähl weiter! Stopp! Keinen Schritt weiter. Könnte dein letzter sein. Das ist eine Ratte. Junge, das ist keine Ratte. Das ist eine erfahrene Ratte. Das wird jetzt ein harter Kampf, ne? Kann dauern. Apropos Ratte. Was ist denn mit Red's Quest? Ach so, ja, das Ding. Ja, da spielst du eine Ratte und machst irgendwie so Romeo und Julia-mäßig mit einer Maus rum. Könnte ganz nett werden. Aber wenn du Spiele mit Tieren magst, merkt ihr auch mal Everwild von Rare. Im ersten Trailer sind jedenfalls fast nur Tiere zu sehen. Wildschweine, Fantasy-Kraniche, Giraffenhirsche mit gelbem Salat auf dem Kopf. Ob man die Tiere spielt, sie reitet oder sie fängt, ist noch nicht ganz klar. Aber höchstwahrscheinlich kann man ihnen ins Gesicht fassen. Wird allem Anschein nach extrem zauberhaft. Auf der Website zum Spiel ist die Rede von einzigartigen, unvergesslichen Erlebnissen in einer magischen Welt. Lol. Zauberhaft könnte auch das Spiel zu James Camerons Avatar werden, das bei Massive Entertainment entwickelt wird. Aber dazu gibt's noch keine Bilder. Lediglich ein bisschen Gelaber von den Entwicklern und ein Video von ihrem Umzug in größere Büros. Kommt bestimmt nicht mehr 2020. Overwatch 2 vielleicht aber schon, hat zumindest der Twitter-Account von PlayStation Brasilien letztens geschrieben. Natürlich wurde der Tweet gleich gelöscht und darum ist unklar, ob das ein Leak war oder ob die einfach Quatsch erzählt haben. Auf jeden Fall ist aber cool, dass Overwatch 2 eine vollwertige Story-Kampagne mit PvE-Missionen haben soll. Es wird also kein reines PvP-Gebolze. Und dann ist da noch eine andere große PvP-Marke, die PvE-Spieler abholen will. Rainbow Six. Da kommt ein Spin-off namens Quarantine, wo man kooperativ zu dritt gegen Infizierte spielt. Ob das Zombies sein werden, wie im Outbreak-DLC für Rainbow Six Siege oder ganz andere Monster, weiß man noch nicht. Der bisher einzige Teaser zeigt in der Richtung gar nichts. Ja! So, wo war ich stehen geblieben? Ja, in Dead Island 2 wird es aber ziemlich sicher Zombies geben, sofern es mal fertig wird. Das hat ja schon zweimal den Entwickler gewechselt. Erst sollte es Jager machen, dann war Sumo Digital an der Reihe und jetzt sitzen die Dambuster Studios dran. Die kennt man von Homefront Revolution. Publisher Koch Media sagt, dass das eine wichtige Marke ist. Und dass man trotz all dem Hickhack alles daran setzt, aus Dead Island 2 ein geiles Spiel zu machen. Von daher wird das 2020 wohl nichts mehr. Ja, und über Lords of the Fallen 2 könnte ich fast das gleiche sagen. Deck 13, die Macher des ersten Teils, wurden ja gar nicht mit Teil 2 beauftragt, weil Publisher CI Games meinte, sie hätten keine gute Arbeit gemacht. 2018 wanderte das Projekt zu Defiant Studios, aber Mitte 2019 nahm man es ihnen wieder weg, weil, naja, angeblich hätten auch die keine gute Arbeit gemacht. Und jetzt arbeitet daran ein internes Team von CI Games. Es gibt noch nicht mal einen Trailer, weswegen wir hier die ganze Zeit auch nur altes Zeug vom ersten Teil sehen, also rechnen wir mal nicht mit 2020. Ja, und zu Ghostwire Tokyo gab es auch eine kleine Negativmeldung. Denn die lustige Frau, die das Spiel auf der letzten E3 vorgestellt hat, ist nicht mehr dabei. Immerhin war sie der Creative Director. Naja, drücken wir mal die Daumen, dass es trotzdem gut wird. Der Trailer mit den verschwindenden Leuten und dem coolen Bogenschützen, der Dämonen wegsniped, sah ja eigentlich ganz cool aus. Ja, ist aber auch egal, ne? Also das Spiel kommt dieses Jahr eh nicht mehr raus. Und bevor du fragst, Baldur's Gate 3 auch nicht. Aua!
Ja, und dasselbe gilt für Diablo 4. Ich könnte jetzt erzählen, dass es im Vergleich zu Diablo 3 deutlich düsterer werden soll, wieder mehr RPG-Elemente haben soll und ein Loot-System, das mehr an den zweiten Teil erinnert. Aber wieso sollte ich das tun, wenn das Ding noch mindestens 2 Jahre auf sich warten lässt? Das gleiche würde ich auch zu Dragon Age 4 und zu den beiden Bethesda-Blockbustern Elder Scrolls 6 und Starfield sagen. Über die weiß kein Schwein auch nur irgendwas. Und Metroid Prime 4 kannst du auch knicken, da ist das Logo immer noch das einzige, was man jemals gesehen hat. Außerdem hat Nintendo ja Anfang letzten Jahres mit der Entwicklung nochmal komplett von vorne angefangen. Das kommt niemals noch 2020. Und Breath of the Wild 2 war zwar laut Gerüchten mal für 2020 geplant, aber mal ehrlich, wenn Nintendo nichts zeigt außer Link und Zelda in der Höhle, dämonisches Rotkraut und ein furzendes Schloss, dann wird das auch noch eine ganze Weile dauern. Und dann gibt's ja noch ein paar Sachen, die mit ein bisschen Glück wenigstens schon mal nächstes Jahr rauskommen. Dieser Schleichshooter IGI Origins zum Beispiel. Kennt aber wahrscheinlich eh niemand mehr, weil der letzte Teil der Reihe 18 Jahre her ist. Oder The Lord of the Rings Gollum von Daedalic. Das soll sich auf die Story von Gollum aka Smeagol konzentrieren, bevor der Ring Macht von ihm ergriff und sich spielen wie ein Uncharted ohne Kämpfen. Klingt ja ganz nett. Ein neues Saints Row soll 2021 angeblich auch noch kommen. Naja, wird wahrscheinlich derselbe Bullshit wie immer. So, und jetzt mache ich mal die Ratte hier tot. Wow. Was für ein Kampf. Und die Ratte, die hat Zähne. Und sie ist auch sehr erfahren. Doch der Witcher hat ein Messer. Und das Messer ist sehr scharf. Geralt? 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 Sebastian Küster. Bitte was? Hallo, Sebastian Küster. Ich verstehe nicht. Entschuldigen Sie, ich vergesse immer meine Zahnspange abzunehmen. Es kommt nicht oft Besuch hierher. Die Zahnspange sieht aber gefährlich aus. Die Optionen für eine Zahnzusatzversicherung sind sehr eingeschränkt im Gefängnis. Okay. Sie sind Hannibal Lecter, richtig? Ich bin Sebastian Tützak und ich habe ein paar Fragen an Sie. Kann ich Ihren Ausweis sehen? Natürlich. Näher? Näher? Das ist ein Polizeiausweis von Yps und auf dem Foto sind Sie ein Kind. Naja, was haben Sie erwartet? Ich bin Spielejournalist und kein FBI-Agent. Ja, Spielejournalist. Das habe ich gerochen. Was soll das denn jetzt heißen? Sie aßen heute Mittag eine Pepperoni-Salami-Aufbackpizza. Außerdem haben Sie heute noch nicht geduscht. Das ist auch jetzt totale Klischee-Scheiße. Okay. Ich rieche gar nichts, aber Sie haben Ihre Jogginghose noch an. Sie haben darin gestern Abend wohl wieder durchgezockt. Heute Morgen deshalb verschlafen und in aller Aufregung vergessen, eine Hose anzuziehen. Okay, Themenwechsel. Sind die Release-Kalender von Ihnen? Ja. Sind sie. Sehr gut. Genau deshalb bin ich nämlich bei Ihnen. Können Sie mir vielleicht etwas über die Indie-Spiele 2020 verraten? Natürlich. Wenn du nach klassischem Point-and-Click schmachtest, solltest du Backbone im Auge behalten. Egal ob dessen lässiger Jazz, geschmeidige Pixelart oder ungewöhnliche Spielwelt, alles schreit nach Style. Du musst in dem Noir-Krimi nicht nur bei Unterhaltungen und dem Sammeln von Hinweisenköpfchen beweisen, sondern auch Logik-Puzzle und Stealth-Abschnitte meistern. Das Beste daran, schon jetzt kannst du auf Steam eine kostenlose Demo mit dem knapp einstündigen Prolog verkosten. Das fertige Spiel folgt im Laufe des Jahres. Ich freue mich auch auf Hollow Knight Silksong. Der Nachfolger zum Indie-Darling aller Indie-Darlings sieht schon jetzt unheimlich lecker aus. Laut Entwickler soll das ursprünglich als DLC geplante Spiel mindestens so umfangreich wie der erste Teil ausfallen und nahtlos an dessen Qualitäten anknüpfen.
Mit Hornet spielt aber eine weit wendigere Heldin die Hauptrolle, die sich im Metroidvania-Labyrinth einen Weg an die Spitze eines verwunschenen Berges bahnen muss. Silksong hat das Potenzial, more of the same der besten Art zu werden. Proteus ist ein blutiges Schrotspektakel alter Schule. Es orientiert sich an köstlichen 90er-Schinken wie Quake oder Duke Nukem, will sich aber mit mehr Action, mehr Explosion und mehr Blut davon abheben. Vor allen Dingen aber durch seinen 3D-Pixel-Look mit Hakel-Animationen fällt Proteus ins Auge, weil es über seine Retro-Ästhetik auch noch ganz viel modernen Render-Firlefanz pinselt. Weil hier Branchenveteranen am Werk sind, mache ich mir auch spielerisch kaum Sorgen. Unter anderem haben die an so bekannten Schlachtplatten wie Doom, Call of Duty, Wolfenstein und Super Lucky's Tale gearbeitet? Ich hoffe neben Blutfontänen also auch auf schnucklig süße Sprungpassagen. Im Kontrast zu Proteus ist Haven schon fast zahm. Die Entwickler nennen es ein Love-Story-Rollenspiel. Du begleitest das Paar Yu und Kay, die allen Hindernissen trotzen, um zusammenbleiben zu können. Spielerisch bedeutet das, dass du den Alltag der beiden miterlebst, einen verlorenen Planeten erkundest und rundenbasiert Monster klopfst. Stellst dir wie eine Mischung aus Persona und Journey vor, abgerundet durch einen anmutigen Neon-Pastell-Look. Schon Anfang 2020 sollst du das Ding allein oder im Koop spielen dürfen. 12 Minutes ist ein spielbarer Psychothriller. Direkt zu Beginn wird ein Ehepaar von einem als Polizist getarnten Mörder umgebracht. Der Mann wacht allerdings immer wieder einige Minuten vor seiner Ermordung auf und bekommt die Chance, die Tragödie abzuwenden. In dem Zeitschleifen-Adventure gilt es, die Wahrheit über die eigenen Umstände aufzudecken und die namensgebenden 12 Echtzeitminuten zu überleben. 12 Minutes ist täglich grüßt das Murmeltier, wenn das Murmeltier ein gewalttätiger Mörder wäre. Das wird super. Da bekomme ich gleich wieder Appetit. Entschuldigen Sie, das passiert mir immer, wenn ich die Zahnspange zu lange aufhatte. Für den Rest der Spiele brauche ich aber eine Gegenleistung. Was wollen Sie denn von mir? Ein Finger! Wie bitte? Den Fidget Spinner. Es ist hier drin wirklich sehr langweilig. Danke. Dann mache ich wohl mal weiter. Retro-Pixel-Klamotten gibt's im Indie-Bereich unendlich viele. Trotzdem macht mir Eastward richtig Appetit. Die gewitzt geschriebene Geschichte hat Undertale-Vibes und die Bratpfannen-Fights erinnern an Secret of Mana. Obendrauf gibt's noch Rätsel, bei denen du auch schon mal zwischen den beiden Spielfiguren hin und her wechseln musst. Sogar die schon tausendmal gesehene Pixelmatsche sieht dank 3D-Ausleuchtung richtig schick aus. Behalt Eastward also mal im Auge. Rhythmusspiel, Plattformer, Drogentrip. So lässt sich The Artful Escape am besten umschreiben. Auf der Suche nach seiner Bühnenpersona lenkst du Musiker Francis Vendetti mit jaulender E-Gitarre im Anschlag durch neonglühende Traumwelten voll seltsamer Kreaturen und spacigen Synthie-Rock-Hymnen. Hoffentlich wird's spielerisch so gut, wie es abgefahren ist. Man-Eater ist so etwas wie Grand Theft High. In der wässrigen Mini-Open-World darfst du als wütender Knorpelfisch Jagd auf Menschen und Meeresbewohner machen. Unterlegt wird das von einer nicht ganz ernst gemeinten Rachegeschichte, die den deutlichen Blödelcharakter des Spiels unterstreicht. Dank viel Potenzial für Slapstick-Momente könnte Maneater so etwas wie das blutigere Untitled Goose Game von 2020 werden. Not everybody may be a fisherman. Wesentlich ernster ist der Spiritfarer. In der Rolle von Stella musst du Geister ins Jenseits überführen. Dafür baust du dir ein Schiff, lädst genannte Seelen ein, versuchst dich mit ihnen anzufreunden und ihre letzten Wünsche zu erfüllen. Dafür musst du beispielsweise die Häuser auf dem Schiff ausbauen, angeln, Dinge anbauen oder Kram herstellen. Spiritfarer kannst du dir wie eine Mischung aus Stardew Valley und Animal Crossing vorstellen, bei der jede Begegnung einen anrührenden Unterton und ein trauriges Ende hat. Auch Ublitz nimmt sich sowohl Animal Crossing als auch Stardew Valley zum Vorbild. Während des entspannten Spielalltags gilt es, mit Charakteren zu quatschen, Dinge anzupflanzen und kleinere Aufgaben zu erfüllen. Das Ganze hat allerdings einen Pokémon-Twist. Du kannst Monster sammeln und in Kämpfen gegeneinander aufhetzen. Ublitz wird von nur 2 Personen entwickelt und wirkt dafür fast schon überambitioniert. Alles, was bis jetzt davon zu sehen war, ist aber vielversprechend. Moving Out ist ein bisschen wie Overcooked, nur dass du statt einem Restaurant ein Umzugsunternehmen betreibst. Ein ziemlich unprofessionelles Umzugsunternehmen. Den Entwicklern kommt es vor allen Dingen auf Slapstick-Humor und großen Multiplayer-Spaß an. Dem ersten Anschein nach könnte das ziemlich gut klappen.
Fantastisch, das hilft mir schon sehr. Aber wenn Ihnen schon so langweilig ist, haben Sie nicht Lust, den Off-Text zu meinem Beitrag zu Ende zu schreiben? Na, Herr Tützak, Sie haben sich bis eben gerade noch so gut angestellt, haben Vertrauen aufgebaut. Und nun? So plump Arbeit abschieben? Naja, ich dachte halt nur, wenn Ihnen langweilig ist, dann könnten Sie... Sie können froh sein, dass ich heute einen guten Tag habe. Ich helfe Ihnen trotzdem. Ich gebe Ihnen die Adresse eines Freundes. Der hilft Ihnen bestimmt mit Ihren Indie-Spielen. Super, danke. Und jetzt zurück an die Arbeit, kleiner Tützak. Flieg, 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 flieg. Flieg, 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 flieg. Hau ab! Bist du immer noch da? Ah, fuck! Hallo, kleines Vögelchen. Doppelt fuck! Das Tierchen reimt sich mit der Lotion ein. Das macht es, wann immer man es ihm sagt. Hier ist weder ein Tierchen noch ein Vögelchen, aber vielleicht kannst du hiermit was anfangen? Auch ein freches Schweinchen reibt sich mit der Lotion ein. Sonst erfährt es nie was über die restlichen Indie-Spiele. Genau. Gar nichts. Gar nichts. Ja, okay, ey, wenn ich dann was über diese scheiß Indie-Spiele erfahre, dann von mir aus. Kack, Internet, kaputt. Welcher Internetsinn hat denn auch kein Internet? Es nimmt sich die Blätter aus dem Körbchen und liest schön laut vor. Okay. Wenn etwas für Sable spricht, dann dessen einzigartiger Artstyle und unwirtliche Atmosphäre. Zur Prämisse passt das perfekt, da sich hier alles darum dreht, eine unbekannte Welt zu entdecken. In seiner Offenheit und im Skillset der namensgebenden Protagonistin erinnert Sable an Breath of the Wild, allerdings kommt es im Kontrast komplett ohne Kämpfe aus. Ob aber die Erkundung von Alien-Ruinen genug Stoff liefert, um langfristig zu motivieren, muss sich erst noch zeigen. The Suicide of Rachel Foster kommt dabei heraus, wenn man Gun Home mit The Shining kreuzt. In Ego-Perspektive erkundet ihr ein früher von eurer Familie betriebenes Hotel irgendwo im Nirgendwo und werdet dabei von Geistern der Vergangenheit heimgesucht. Dabei versucht ihr, das zentrale Mysterium zu lüften und entschlüsselt Hinweise und Spuren, während euch eine bedrohliche Stimmung im Nacken sitzt. Das fantastisch aussehende Way to the Woods merkt man das kleine Entwicklerteam dahinter gar nicht an. Tatsächlich ist das nämlich nur ein Mann. Und der war zu Beginn der Arbeit gerade mal 16 Jahre alt. Mittlerweile hat das malerische Action-Adventure einen Publisher und soll noch dieses Jahr erscheinen. Als Rehmutter müsst ihr zusammen mit euren Kids einen Weg aus der Gefangenschaft zurück in die Natur finden. Bambi-Flashbacks incoming. Taschentücher bereithalten. Das handgezeichnete Rollenspiel Chris Tales fällt nicht nur durch seine Bilderbuchoptik auf, sondern auch aufgrund seines Zeitreisetwists. Ihr könnt euch verschiedene Zeitebenen in einem Bild anzeigen lassen und auf Wunsch in Zukunft, Vergangenheit oder Gegenwart springen. Den Kniff fängt das Spiel nicht nur visuell interessant ein, sondern strickt auch ein paar Kopfnussaufgaben um diese Fähigkeit. Wer herausfinden will, wie das Ganze funktioniert, kann sich schon jetzt eine kurze Demo auf Steam laden. Das war noch lange nicht die vollständige Liste an interessanten Indie-Spielen des Jahres. Aber irgendwann will ich halt auch aus dem Scheißbrunnen raus. Ein paar reiße ich euch aber jetzt nochmal kurz im Schnellfeuer an. Von Pixelart Augenweide The Last Night haben wir ewig nichts gehört. Da die Entwickler zumindest über Twitter aber weiter Lebenszeichen von sich geben, hoffen wir einfach mal auf nächstes Jahr. Auch das fuchsige Zelda-like Tunic haben wir schon einige Zeit auf dem Schirm und wären happy, wenn's bald mal erscheint. Zu Solar Ash Kingdom wissen wir nicht viel, aber da es von den Hyperlight Drifter-Machern kommt, hat schon jetzt ein bisschen Vorschussliebe verdient. Gutes Mehr vom Gleichen erhoffen wir uns von Proto-Roguelike Spelunky 2 und Premium Metroidvania Axiom Verge 2. Mit No Straight Roads mischen ehemalige Final Fantasy-Macher Rollen- und Rhythmusspiel, was allem Anschein nach ein interessanter Mix wird. Wir freuen uns auf den Takeshis Castle Multiplayer-Verschnitt Fall Guys, weil der auf der Gamescom schon ordentlich Laune gemacht hat. Songs of Conquest könnte für all diejenigen potenzieller Ersatz werden, die schmerzlich Heroes of Might and Magic vermissen. Und zu guter Letzt sieht auch Beyond Blue toll aus. Für das Unterwasserspiel haben die Entwickler mit der BBC kooperiert, um es mit wissenswerten Informationen über unsere Ozeane und das Leben darin anzureichern. Klasse, das wär's! Hallo, ich würde gern gehen! Hallo, was ist denn jetzt los? Willst du mit mir zocken? Ich will mich richtig durchzocken. Was läuft da für komische Musik? Roses,
will jetzt gehen! Echt jetzt! Ja, dann geh doch, Vögelchen. Ich wollte nur sehen, wie du dich mit der Lotion einreibst. Okay, aber wie? Ich kann... Ja, da unten ist eine Tür im Brunnen, du Idiot. Die ist offen! Ja, hau ab jetzt. Ey, ohne Witz. Dieses Jahr ist euch ja wohl wirklich überhaupt nichts eingefallen, oder? Ein Schoni-Gamey. Was? Also wenn du und Valentin, wenn ihr eure Rollenspielmädchen abziehen wollt, dann bitte schön, aber nicht in meiner Sendung. Schoni-Gamey war das, ein Gaming-Gott. Der Rest, der ergibt ja noch viel weniger Sinn hier, du. Dumbledore ist tot, du Dulli. Und dass der Witcher nicht in die Zukunft schauen kann, das weiß doch wohl jeder. Der kann aber zaubern. Ja, ich zauber dir gleich die Fresse, Dick. Ich hab gesagt, ich will hier Infos haben. Und stattdessen bringt ihr mir so ein billiges Bauerntheater. Ja, aber wir haben doch alle Infos. Ach ja. Und was ist mit den neuen Konsolen? PlayStation 5? Xbox Series X? Ja, verkackt. Die kommen dieses Jahr nämlich raus. Aber du warst ja zu sehr damit beschäftigt, ein Oscar-prämiertes Meisterwerk mit einem Furzgag zu verschandeln. Oh, Leute, guck mal. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Hä? Aber wir haben das Kabel noch gecheckt. Ja, aber das Kabel war auf der anderen Seite nicht richtig drin, beim Router. Lol. Tja, Leute, dieses Jahr war das Kabel auf der Routerseite nicht richtig drin. Letztes Jahr war es im Büro nicht richtig drin. Wenn ihr wissen wollt, wie dieser Gag weiterentwickelt wird, dann schaut doch nächstes Jahr rein und freut euch schon mal drauf, das wird der Hammer. Vielleicht, nee, weiß ich auch noch nicht. Und aktiviert die Glocke. Nee, komm, das geht doch nicht. Und raus.